Jo Leute, was geht ab? Vor ein paar Tagen hat Schwalbe einen neuen Mountainbike-Reifen vorgestellt, der für uns Enduro- und Downhill-Leute ziemlich interessant sein dürfte. Ich durfte den Techie Chan schon eine ganze Weile testen und das habe ich auch gemacht, unter anderem in Nauders am Reschenpass, meinem absoluten Lieblings-Enduro-Mountainbike-Gebiet. Aber Leute, bevor wir jetzt hier loslegen, erstmal ganz kurz. Grüße gehen auf jeden Fall raus an die Leute bei Schwalbe, die sich immer die Namen für die Mountainbike-Reifen ausdenken. Also ich meine, Techie Chan ist schon ein ziemlich cooler Name. Ich hatte auf jeden Fall ein breites Grinsen im Gesicht. Nur um dann später festzustellen, dass der Name ziemlich exakt die Charakteristik dieses Reifens wieder trifft. Also von daher, gute Sache. Aber dazu später mehr. So, es ist soweit, Leute. Neuer Reifen von Schwalbe. Techie Chan wird heute getestet in Nauders hier. 29 Zoll, 2,4er Reifen. Vorne ein Addix Ultra Soft, hinten ein Soft. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was der neue Reifen hier macht. Sehr gespannt. Und hier schön fliegen lassen. Oh, oh, der ging auf aufs Konto vom Techie Chan. Boah, der grippt, ey. Alter, da war noch mal kurz doch Tempo. Ah ja, ist guter Reifen. Ja. Ja, ja. Bei Schwalbe ist ja immer der Streifen auf der Seite, wo die Bremsscheibe ist. Man muss überhaupt nicht mehr gucken, in welche Richtung der dreht. Ja. Das habe ich jetzt schon rausgefunden. Geil, ne? Guck mal, den ziehen wir jetzt vorne und hinten drauf, Leute. Keine Gnade. Ja. Boah, der sieht sehr bissig aus, ey. Drauf das Ding. So, jetzt wird erst gepreloadet. Kette. Boah, da kommt er. Zack. Einarmig macht der Mann das. Einarmig. Der hat über 3 Bar schon. Er pumpt noch mal ein bisschen. Nee, nee, nee. Entspannt reinrollen. Knapp 3 Jahre war der Techie Chan in Arbeit und wurde zusammen mit dem Kommensal Mug of Team entwickelt. Für diejenigen von euch, die mit Racing gar nichts am Hut haben, in dem Team fahren zum Beispiel Myriam Nicole oder Amaury Piron. Und der hat letztes Jahr die Downhill World Cup Gesamtwertung gewonnen, witzigerweise mit diesem Reifen, von dem damals allerdings noch kaum jemand wusste, dass er überhaupt existiert. Aber warum erzähle ich euch das alles? Ganz einfach, weil man dadurch den Reifen besser einordnen kann. Denn Leuten wie Amaury, der mit dem Reifen Downhill World Cup fahren will, geht es natürlich vor allem um 2 Sachen. Volle Kontrolle und maximale Geschwindigkeit. Und damit der Reifen eben das möglichst gut kann, wurde der Prototyp in den letzten Jahren auf vielen Rennen gefahren und das Profil Millimeter um Millimeter immer weiter verfeinert. Technische Stelle, ein bisschen. Läuft! Die Details würden den Rahmen dieses Videos auf jeden Fall sprengen. Das Ergebnis ist aber spürbar, selbst für mich. Und ich sag mal so, ich bin ja jetzt nicht unbedingt auf 100% World Cup Niveau unterwegs. Boah, ey, der Reifen läuft wie Sau, Alter. Voll geil. Meine Go-To-Kombi auf dem Enduro war bisher vorne Magic Mary und hinten Big Betty. In Nauders bin ich dann vorne und hinten den Techie Chan gefahren. Die genauen Specs blende ich euch hier ein und mir sind dabei direkt 2 Sachen aufgefallen. Erstens, der Reifen klebte förmlich auf dem Trail, im positiven Sinne. Wurzeln, Steine, technisches Gelände, ich hatte noch nie so viel Grip und so ein schönes direktes Fahrgefühl, vor allem bei höheren Geschwindigkeiten. Und zweitens, diese höheren Geschwindigkeiten erreicht man mit dem Reifen vor allem in ruppigem Gelände ziemlich schnell. Ich finde es gar nicht so einfach zu beschreiben, wie sich so ein Reifen anfühlt. Mir hat er einfach extrem viel Sicherheit und Vertrauen gegeben, vor allem in so Off-Camber-Sektionen oder auf felsigem Untergrund, auf Wurzeln, also im Prinzip überall da, wo die Kante des Reifens, also die Seitenstollen, viel zum Einsatz kommt. Oh. Jetzt kann man auf jeden Fall üben, auf Schotter zu fahren, das ist voll gut. Im Bikepark und weniger technischem Gelände, also zum Beispiel auf diesem klassischen Brechsand, den es oft auf Flowlines gibt, wird es auch vor allem dann interessant, wenn man den Reifen auf dem Seitenstollen fährt. Weil es sich dann so ein bisschen anfühlt, wie wenn man so einen Ski oder ein Snowboard auf der Kante fährt.
Kurven im Außen auffahren, anfahren, einfach aufziehen. Der Preis, wenn man so will, für dieses spaßige Fahrverhalten ist, dass man den Reifen so ein bisschen präziser fahren muss, um den eben in diesen Bereich zu bekommen. Also er verzeiht nicht ganz so viele Fahrfehler, ist nicht ganz so gutmütig wie eine Mary, aber dafür macht er eben sehr viel Spaß, wenn man den eben auf der Kante fährt. Und was man auch noch dazu sagen muss, wenn man den Reifen jetzt vorne und hinten fährt, dann vielleicht noch in einer weichen Gummimischung und dann vielleicht noch mit wenig Druck am Reifen, dann ist der Rollwiderstand auf der Straße schon spürbar höher als zum Beispiel die Kombination Magic Mary vorne und Big Betty hin. Also man merkt schon deutlich, dass der Reifen ins Gelände gehört und dort auch beheimatet ist. Und dort ist er dann auch richtig schnell. Boah, das hat gerade schon wieder so Bock gemacht, Alter. Toffer Signature-Kurve. Yes! Alles in allem muss ich echt sagen, ich fahre den Reifen sehr, sehr gern und werde ihn auch weiterfahren. Juhu. Vor allem, wenn es in technisches Gelände geht, ist das Ganze echt eine spannende Alternative zur Magic Mary. Ja, Mann! Voll geil! Einfach nur gut! Ich hoffe, ich konnte euch in diesem Video ein bisschen nachvollziehbar schildern, wie sich der Techie Chan zumindest für mich anfühlt. Und wenn ihr den auch mal gefahren seid, würde mich natürlich brennend interessieren, wie eure Erfahrungen damit sind. Und wenn ihr Fragen zu dem Reifen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde jedenfalls versuchen, in nächster Zeit möglichst viel auf Kante zu fahren. In dem Sinne, genießt den Sommer, wir sehen uns auf dem Trail. Bis dann, macht's gut. Ciao.